Herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play GTA 5 in einer der letzten Missionen, liebe Leute. Ein mega heftiges... Was? Michael ist tot? Warum? Was ist passiert? Warum? Was ist jetzt? Was ist denn jetzt wieder? Nein! Oh nein, wir müssen alles nochmal neu machen. This is a shit show. Eigentlich waren wir hier schon komplett durch mit der Schießerei. What the fuck, was ist passiert? Okay, dann müssen wir es machen. Gut, hier scheint sauber zu sein. Was hast du denn, Michael? So, der ist weg. So, erledigt. Komm. I got this guy. So, weiter. Hey, that could be all of them. Look, let's recruit by the people on the bay. Oh, looks like we did it. Shit, for now? Exactly, for now. So, what's next, huh? We're just gonna wait around till someone else comes to kill us, or are we gonna wait till this fucker gets turned again? Oh, bite me. Ain't anybody getting turned again, and you know it. Hey, man, the way I see it, we only just begun to clean this shit up. We got a lot of old friends I think need to be re-educated. A lot of friends. I mean, things could get really messy. No, we just gotta silence a few noisy people. Well, hell yo, let me see. There's, Steve Haynes. Dave Norton. No, we need him alive. Why? So nobody fucks with us afterwards. What about that tribe, motherfucker? The one that think you two boys is dating? Shit, you know he bound to come back. Yep, there's that. Well, who's the guy who set up Lamar? Stretch, we want to throw him in? Shit, Trevor will throw anyone in just to satisfy his bloodlust. Whoa! Hey! It's called a fucking loose end. Scheint, als hätten wir einen mega Rachefeldzug geplant hier. Wie geil ist das denn? Stretch has been a liability. But they were gonna have to take care of our old pals Devin Weston and Steve Haynes. Oh, fuck, what a mess, man. Well, let's get it cleaned up. How about you get Lester on the line? Stop calling this number. Hey, it's me, dawg. You're alive. I thought someone might have your phone. Nah, but look, I got you on speakerphone. Oh, did Mike make it? Yeah, I'm here. And the other one? See you putting the ground wheels. Uh-huh. You, just calling for a chat? No, we got some work to do. Can you get us some whereabouts? I'll do my best. Who? Steve Haynes to start. And Devin Weston's ass. And, Wei Ching. W-E-I-C-H-E-N-G. Wei Tang. Wei Tang. And Franklin's pal, Stretch. Huh, Stretch? Yeah, man, look, his real name is Harold Joseph. Okay, well, I can tell you that Agent Haynes is taping a show over on Del Perro Pier. Shooting permit came up immediately. Check it! I wanted to ice that fucker since the moment I met him. All right. I got a signal from Mr. Harold Joseph's phone over at the B.J. Smith Recreation Center. No, I got him. Let's keep him clear of known associates. All right, thanks, dawg. You got it. What you got for me? Tao Ching's credit card just bought a Magnum at the beach club in Pacific Bluffs. Okay, I'll go ask his ass about his punk ass dad. When I find Mr. Weston, I'll send the coordinates. Alright, good. So, jeder einzelne Charakter hat sein Ziel. Wir fangen an mit Mike, Lama. Ach Gott, mit Franklin. Wir haben unser erstes Ziel. Wei Ching. Take out our assigned targets. Any deviation will lead to confusion.
guys. Alright, let's do this shit. Na gut, auf geht's. Ich hab vorhin noch mal einige Munition holen müssen, aber da muss ich jetzt so durch. Ja, wie gesagt, vielleicht sind es noch zwei Folgen, vielleicht sind es noch eine Folge danach. Ihr wisst es nicht, keine Ahnung. Wir müssen gucken, wie wir jetzt durchkommen. Viel ist es jedenfalls nicht mehr. Lama. Hey Lamar, that was above and beyond, homie. Ain't nothing above and beyond when it comes to the homies, homie. A nigga just wanna be helpful, you heard me? I'm serious, dawg. That's hood. Mike and Trevor too. We grateful. You a real homie, and I love you, dawg. You too, homie. You done with this bullshit now? Almost. Couple loose ends. Aw, shit. I know that voice. You creeping on some fools, huh? All right, nigga, we'll handle your candle. Lay low, my nigga. Ja, wir hätten jetzt die Möglichkeit natürlich zu wechseln, aber wir wollen natürlich erstmal unser Ziel ausschalten, das mit Franklin. Wobei jetzt eigentlich tatsächlich hier der andere natürlich auch sehen wollen. Das machen wir aber auch noch nicht, ne? Jeder einzelne Charakter hat so seinen persönlichen Rachfeld. Und das finde ich wirklich, wirklich cool gemacht auf jeden Fall. Es ist ein cooles Ende in GTA 5. Ich hoffe, wie gesagt, dass der Nachfolger in GTA 3 ähnlich ist. Den Teil habe ich so gut wie nie gespielt. Ich hoffe natürlich, dass wir es ohne Probleme hinbekommen. Aber ich kann auch nicht versprechen, dass es irgendwie auf die Reihe kriegen. Naja. Wie gesagt, erstmal GTA 5 zu Ende machen. Mal gucken, wie das hier noch endet. So. Hey, the old man. I'm gonna do it now. Der erste schafft. So, der erste ist durch. Der nächste ist Kollege Trevor. Wobei ich hätte gerne das letzte sogar genommen. Aber wir müssen jetzt mal Trevor, wir gehen jetzt mit Trevor rein. Erledige Haynes. Hey, jetzt sind wir ja mit Franklin gerade vorbeigefahren. Würden wir jetzt sogar treffen? Gut, dann gehen wir die mehr falsche Methode als letztes sein. Na gut. I'm moving on Haynes. Les, see if you can patch me into his radio mic. I want a last reminder of what an annoying prick he is. Los Santos. A city of saints. A city of sinners. And nothing in between but the FIB. Cut! Oh, this is crap. Who writes this bullshit anyway? Okay, all right. You got this framed right? Yeah, you're looking great. Is the chin? How's the chin? Oh, sharp. All right, the audio's clean? Nice. Oh, well, say something. Check. Yeah, it's great. Okay, fine. We're on. I'm ready. You ready? Speed. All right, let's do this, people. I'm a professional. Let's go. Hi, I'm Steve Haynes. So. Celluloid. A city of scumbag. Die Frage ist, wo ist denn der? I think he might be worse off than me. Reality. Mix. This. Was ist denn? Das ist der Kamera-Heini. Ich muss den Kameramann suchen. No offense. Stay away from me, got it. That's a cliche, man. Dude, man, that's a cliche.
Da ist der. What? No, I know it's really good. Just do a cutaway. No, I'll pick it up. No, I'll pick it up. I got something good. Ready? Rolling. Da ist der. Throw in a senior FIB agent, and you've got a unique look at what happens when dreams. Scheiße. Shit! Fuck! I'm gonna let the police handle this. Ich verstehe nicht, wieso das gescheitert ist. Scheiße! Tja, was eine Chance verpasst, Hates zu erledigen und es wimmelt so vor Bullen. Okay, dann müssen wir es nochmal probieren. Ja, es war ja von Anfang an klar, dass es nicht an alles an einem Rutsch klappt. Wir müssen es also ab und zu mal. Hängen die wohl ab. Scheiße! Jetzt gucken, dass wir das Auto hier wegkriegen. Da, jetzt mal hier rauskommen. Jetzt mal hier wegkommen vor allen Dingen. Die Kopflose, dann haben wir Teil 2 auch erledigt. Da fehlt es gleich nur noch Teil 3. Hey, Lester! Hab ihn. I dealt with Haynes. You got a location on Devin Weston yet? Yeah, I do. The Meriwether team was dispatched to protect him in his house in the Tongva Hills. I say house, it's more of a... Yeah, whatever. I'll go up there and get him. So who we got, man? Harold Stretch Joseph. Still outstanding. So. I'm taking care of him. Das macht jetzt unser Freund Michael. So, erledige Trash. Lamar Dave, disrespectful ass motherfucker. Who's this peck of wood? Oh man, that's cold, fool. Hey man, he got stretched, man. Roll on his ass. We got one down. I'm gonna kill your ass. I'm clear. Your pal Stretch. So, erledigt. He ain't a problem no more, Frank. Shit, he wasn't my pal. He was a dude who ganked us, homie. Thanks. So who we got, man? I'm picking up Devin Weston so we can have some fun with him. Now don't worry, I won't get started till we're all together. Not properly, at least. Das wird der letzte Teil. Die letzte Folge von GTA 5. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss.